Ich war in Unterzahl, du hattest keine Wahl. Das war im Sommer. Eine Band spielte Smoke on the Water auf der Bühne vor der Brauerei Kanone. Das war nicht ohne Ironie. Wie gesagt, es gibt so viel zu sagen, so viel zu fragen. Is there life on Mars? Den zweiten Teil der Frage, den kannst du dir selber beantworten. Dreierlei zeigt dieser Einstieg. Erstens, ich bin erkältet. Zweitens, ich kann immer noch keine Gedichte vorlesen. Und drittens, die gute Nachricht, Felix Wenzel schreibt wieder Spieltagsgedichte. Ich habe bloß ein bisschen den Eindruck, er nähert sich diesem Podcast noch mehr an und es geht jetzt auch in diesen Gedichten praktisch nicht mehr um den ersten FC Nürnberg, wobei wir gleich beim vierten Punkt wären, um einige Irritationen auszuräumen. Nachdem es hier in den letzten Wochen fast schon rufschädigend viel um Fußball ging, wollen wir feststellen, das waren in diesen Ausgaben gar nicht unsere Stimmen, sondern das waren unsere Brüder. Aber jetzt sind wir wieder da, die beiden Eiwangers des Verlags Nürnberger Presse. Fadi Kiblawi ist mein Name und Uli Dickmeier ist auch da. Vielleicht bin ich aber auch mein Bruder. Ja, das weiß man heutzutage nicht mehr so richtig. Ja, genau. Wie geht's dir, Uli? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Gestern haben wir uns. Ja, gut. Gestern saßen wir nebeneinander auf der Tribüne des Max-Morlock-Stadions. Aber sonst alles wohlauf. Wie war dein Urlaub? Der war sehr schön. Ja. 18 Grad und Nieselregen, traumhaft. Und dann kommt man wieder, dieses Dreckswetter mit 35 Grad. Ja, es war wirklich schrecklich. Ja. Aber jetzt nähert sich ja dem dänischen Wetter ja, hier. Ja, heute fühle ich mich schon wesentlich wohler. Sehr schnell an. Mein Urlaub war beschissen. Habe ich gehört, ja. Ja. Schweden, wir waren gar nicht so weit voneinander entfernt, haben uns aber nicht gesehen. Du warst sogar beim Fußballspiel. Ich war sogar beim Fußballspiel. Ich habe in Schweden mal kurz recherchiert, aber da, wo wir waren, war außenrum nichts. Und dann hätte ich irgendwie 4 Stunden fahren müssen, um mir einen Drittliga-Kick anzuschauen. Und dann ich bin immerhin 2 Stunden gefahren, um einen Erstliga-Kick anzuschauen. Also einfach 2 Stunden nach Odense. Weil Esbjerg, was so das Nächste gewesen wäre, die haben leider auswärts gespielt. Ist Esbjerg nicht die Heimat von Von Jan Christiansen? Von Jan Heimat, hat zumindest da gespielt, ja. Okay. Aha. Genau, also ich fand es auch erschreckend, die haben 4 so Statuen am Meer stehen, die weißen Männer, die aufs Meer schauen und im ganzen Ort keine Statue von Jan Christiansen. Das ist wirklich ein Skandal, wobei es verwerflich fand. Auch in Nürnberg keine Jan Christiansen Statue, vielleicht in Berlin irgendwo. Aber vielleicht benennen sie das neue Stadion nach ihm dann oder so. Ja, Jan Christiansen Stadion in Odense. Ich hab das sogar auf Insta dann irgendwie kritisiert, dass es keine Statue von Jan Christiansen gibt und Jan Christiansen hat es geliked. Gut, wahrscheinlich hört er jetzt auch gerade zu bei diesem. Dummerweise am nächsten Tag sogar noch Geburtstag gehabt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm natürlich auch noch gleich gratuliert. Aber das hast du dann erst durch unseren Live-Blog 365 herausgefunden. Live-Ticker. Live-Ticker heißt er. Ich bin immer noch nicht mit den Begrifflichkeiten. Er hat aber für ein Abo gesorgt am Sonntag. Echt? Ja. Also Premiere im Verlagshaus Nürnberger Presse. Haben wir auch einen abgetickert während des Spiels. Ja, heute hingegen ein bisschen weniger. Du hast 6-mal eine Meldung abgesetzt und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber so viel ist jetzt heute noch nicht passiert. Das stimmt allerdings. Und über all das, was heute schon passiert ist und was gestern passiert ist und was in den letzten so und so vielen Jahren seit Jan Christiansens Treffer passiert ist, sprechen wir heute. Ich bin auch noch irritiert, dass wir jetzt diese Pause nicht mehr machen dürfen, in der dann Thomas Korell uns den Jingle vorliest. Dürfen wir nicht mehr? Nee, der kommt jetzt angeblich schon am Anfang. Was uns natürlich die Möglichkeit gibt, die Einstiege nochmal auszudehnen. Aber wollen wir vielleicht nicht heute machen, nachdem Wolfgang Glas und Sebastian Gloser diesen Podcast jetzt so einen seriösen Anstrich gegeben haben in den letzten Wochen. Hast du ihn dir mal angehört? Den letzten muss ich gestehen noch nicht, aber die anderen schon. Ja, es ging viel ums Zugfahren. Letztes Mal mussten dann beide sogar Zugfahren. Also es wurde ein bisschen so zum Bahn-Podcast von nordbayern.de. Ich glaube noch 2-mal, dann hätten sie Arno Stoffels, unseren Bahnexperten, hier eingeladen. Aber gut, jetzt sind die beiden erstmal im Urlaub. Beide mit dem Auto gefahren. Ja, beide mit dem Auto. Beide nach Frankreich, glaube ich. Ist der Wolfgang nicht in Sardinien? Ja, nee, ich weiß nicht. Einmal im Jahr ist er, glaube ich, immer auf diesem Campingplatz, wo auch Günther Koch dann immer. Wo sie alle nackt rumlaufen. Wo alle nackt rumlaufen, ja. Aber gut. Jetzt habe ich hier ein Kopfkino. Machen wir weiter. Ja, wir machen,
wir machen weiter. Wir reden über Fußball. 1. FC Nürnberg, SVW in Wiesbaden, 2:1. Ein spektakuläres Fußballspiel. Nee, Moment, wir reden doch noch nicht über Fußball. Felix Wenzel, das wollte ich ja noch sagen, hat ja diese Spieltagsgedichte in der vergangenen Saison schon gemacht und er hat jetzt ein Buch rausbekommen. Dir kann ich es gerade zeigen, weil ich es heute in der Post hatte. Warum habe ich das nicht heute in der Post? Vielleicht, weil du kein Vorwort geschrieben hast. Das ist nämlich ein Buch, auf dem endlich mal auf dem Titel auch ich erwähnt wird, nur weil ich so ein lausiges Vorwort geschrieben habe. Spieltagsgedichte heißt, es ist wunderschön mit Illustrationen vom Skyper, von Twitter. Unter anderem hinten die Glatze von Javier Pinola, sehr prominent. Man kann es kaufen. Unter spieltagsgedichte.de gibt es einen Link. Es lohnt sich. Und es kostet nur 9,99 €. Ein Geschenk geradezu. Das kostet den Dänemarker Bier. Ja, genau. Und da verzichtet man auf die Fahrt nach Dänemark und kauft dafür 10 von diesen Büchern und verschenkt die an Weihnachten an all die Menschen, die einem am Herzen liegen. Ein wirklich schönes Bändchen. Das Vorwort von mir kann man überblättern. Es ist relativ lang. Ich glaube, ich habe das halbe Buch voll geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Felix. Wir freuen uns wirklich sehr, dass aus dieser Idee dieses Buch, ich gebe es mal weiter an Uli Dickmeier. Liegt gut in der Hand. Ja. Mein Schwager Benny Ramsauer hat da auch irgendwie damit zu tun, indem er es gelayoutet hat. Und natürlich hat Florian Zenger damit zu tun, weil der ja erst auf diese sehr großartige Idee kam, diese Spieltagsgedichte dann auch immer vorzulesen. Grüße an Florian Zenger und alle anderen. Dazu dann gleich noch Grüße an Lea Paulik. Schlechte Nachrichten, die jetzt doch an der Schulter operiert werden muss, wie heute bekannt wurde. Es ist heute Montag? Ja. Heute ist Montag. Montag, 15.20 Uhr. So dass sie wahrscheinlich die bis zur Winterpause ausfallen wird, was natürlich sehr ärgerlich ist. Also, ja, sie kann sich mit 2 Stimmen zur Fußballerin des Jahres trösten. Das stimmt. Ja. Sie war vor Sarah Debritz und Svenja Huth war, glaube ich, auch noch. Also einige namhafte waren dahinter. Ja. Ja. Aber von dir kam eine Stimme. Oder ist es Wahlgeheimnis? Das wollte man doch nicht verraten. Ja. Ja, dazu herzlichen Glückwunsch und gute Besserung. Dann eben Erstliga-Premiere im Jahr 2024. Das wird schon. Und wenn wir schon bei Lea Paulik sind, dann sparen wir uns den Ausflug zum Spiel gleich nochmal und verkünden, dass wir einen Live-Podcast veranstalten. Nächste Woche schon. Kann sie das dann überhaupt machen? Ja, das hoffe ich sehr. Würdest du mit einer kaputten Schulter in den Podcast kommen? Wenn ich nicht gerade an dem Tag operiert wäre. Ja. Ja, das hoffen wir sehr, weil Lea Paulik wäre da und Christian Martenja. Er findet statt am Mittwoch. Nee, ich glaube nicht. Nee, Dienstag. 5. September ist ja, es, glaube ich. Recht. Im Clubhaus in der Nürnberger Innenstadt und wir verlosen Karten, allerdings wir nur 10. Ich glaube, der die Sparkasse Nürnberg, die das Ganze möglich macht und der 1. FC Nürnberg verlosen auch jeweils noch 10 Tickets. Ich verlinke das im Podcast-Text auf nordbayern.de, habe aber den Link auch schon getwittert. Da muss man einfach nur all seine Daten preisgeben und schon ist man in der Verlosung um uns beide und Lea Paulik und Christian Martenja nächste Woche 19 Uhr im Clubhaus reden zu hören. Angeblich wird dieser Live-Podcast aber auch aufgenommen. Also man könnte ihn auch nachhören, aber besser ist es natürlich zu sehen, wie wir uns da live blamieren. Ja. Das war's jetzt, glaube ich, mit Ankündigungen. Ich schaue mal auf meinen Zettel. Ja, nicht auf mein Handy. Mache ich heute aber auch noch ein paar Mal. 2:1 gegen Wien Wiesbaden, einen Aufsteiger. Ich habe vorher gesagt, zu dir, als wir bei Fleischpflanzerl und ja, das was ganz Komisches gegessen, ne? Ein Rote-Bete-Pflanzerl, was ein aber sehr gut geschmeckt hat. Rote-Bete-Pflanzerl. Ja. Hat mir der Kollege Wertzinger von der Bild-Zeitung empfohlen, dass es das diesmal im Presseraum des Max-Morlock-Stadions gab. Und das war wirklich schön, während die Fleischpflanzerl, Fleischküchle, wie sagt ihr, in Bayreuth? Buletten. Buletten? Also ja, komischerweise. Echt? Ja, ich weiß, dass es eigentlich berlinerisch ist, aber ja. Bei uns daheim sagt man Buletten. Okay. Aber das ist so ein Drogauer
Besonderheit. Eigenheit vielleicht. Wir machen auch Wienerle in die Rouladen. Also das ist eher wegen seltsam alles bei uns. Wienerle in den Rouladen. Ich war ganz entsetzt, als ich das erste Mal in meinem Leben irgendwo anders Rouladen gegessen habe und esse und denke, wo ist denn das Wienerle? Und da kam kein Wienerle. Und dann schon leicht schockiert. Also in eine Troggauer Roulade kommt Senf, Gurken und Wienerle rein. Okay, und du lässt die Gurken aber weg? Nee, sind das Essiggurken. Essiggurken, die mag ich ja. Okay, Wienerle in der Roulade ist aber wirklich auch schon Next Level Craziness. Ich kenne es gar nicht anders. Also. Vielleicht, weil die Trockauer und TrockauerInnen nicht so gut Rouladen wickeln konnten und dann brauchten sie dieses Wienerle, um es drumherum zu machen. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja. Aber so viel. Jetzt da wieder drauf kommen. Kulinarik. Ach so, über deine rote Beete-Pflanze. Ja, genau. Und wie sind wir da drauf gekommen? Ich glaube, dieses Fußballspiel, das da nebenbei stattgefunden hat. Ja, okay. Ja, ich habe mich nicht getraut, irgendwo im Stadionumfeld eine Bratwurst zu essen nach den Enttäuschungen in der vergangenen Saison und dann. Hast du, um nochmal abzuschweifen, die Bratwurst aus Odense gesehen, die ich gepostet hatte? Ich erinnere mich zumindest dunkel, ja. Und die war gut. Die war auch dunkel, ja. Ja? Aber die war gut. Die war gut, ja. Ja. Also gab es in so einem Pack mit Bier. Das ist, die Alternative wäre gewesen, so ein Mixwurst-Teller mit Pommes, wo dann so Hotdog praktisch reingeschnibbelt ist. Aha. Auch nicht schlecht. War auch nicht schlecht, aber ich hatte schon relativ viel Pommes mit Hotdogs gegessen. Dann war mir doch eher nach einer richtigen Stadionwurst und die war jetzt gar nicht schlecht. Ja. Wir sind tatsächlich durch Dänemark gekommen, ohne einen einzigen Hotdog essen zu können, was auch erst einmal eine Leistung ist in Dänemark. Dafür waren wir bei McDonald's in Dänemark, weil meine Tochter 7,5 Jahre jung irgendwann mal speien musste. Wir mussten da rausfahren und dann entdeckte sie, dass da, wo wir rausgefahren sind, ein McDonald's ist. Und dann sagte sie, könnte man doch eigentlich gleich. Ja, okay. Diese Anekdote. Jetzt Fußball. SV Wien Wiesbaden, ein Aufsteiger, also ein 2-1-Sieg, erstmal keine Sensation. Ich sagte dir vorher, ich freue mich neuerdings erstaunlicherweise wieder auf Spiele des ersten FC Nürnberg. Und ich habe, glaube ich, so nach einer halben Stunde gesagt, ob es schon wieder nachlässt mit der Freude. Ne? Ja. Aber ich glaube, sie hatte nicht nachgelassen, die Freude. Wie geht's dir denn mit Blick auf diesen ersten FC Nürnberg des Jahres 2000, des Jahrgangs 2023, 2024? Nee, war jetzt wirklich das erste Ligaspiel, das ich richtig miterlebt habe. Die vorherigen habe ich dann auch nur irgendwie auf dem iPad so mit einem Auge verfolgt im Urlaub. Rostock hat mich am Anfang schon wieder ein bisschen ernüchtert. Mhm. Hannover, die erste Halbzeit, wurde hier schon diskutiert, hat mich erschreckt. Ja. Zweite Halbzeit habe ich dann gedacht, naja, wenn man die richtigen Leute spielen lässt, könnte es vielleicht doch noch was werden. Mhm. Osnabrück, habe ich noch gedacht, Wahnsinn, wann hatte ich das letzte Mal so einen entspannten Fußballnachmittag? Erster FC Nürnberg, hold my beer. Ist er ja, aber im Gegensatz zur letzten Saison geht halt gerade sowas dann auch gut. Ne? Ja. Also das Lautern-Spiel hat man noch im Hinterkopf in der vergangenen Saison, wo sowas dann halt irgendwie, es klar war, dass es noch passiert. Ja. Und das Mal war es eigentlich auch klar, dass es noch passiert, aber es ist nicht passiert. Ja, dank Christian Matenjan. Ja. Der tatsächlich den einzigen Ball in diesem Spiel in der Nachspielzeit gehalten hat. Also, er hatte sonst keinen abgewehrten Ball. In dieser Statistik der abgewehrten Bälle habe ich vor kurzem mal irgendwo gelesen, in dieser Saison auch nicht sonderlich gut, was jetzt die Frage aufwirft, liegt es an den Chancen, die der Club zulässt, dass das nur Hochkaräter sind oder liegt es daran, dass Christian Matenjan noch ein bisschen auf Formsuche ist? Was würdest du sagen jetzt, was clever ist, wenn wir jetzt wenn wir nächste Woche einen Podcast mit ihm machen. Christian Fjell hat ihn ja gelobt, als ich da auf der Pressekonferenz nachgefragt habe, wie er so mit Christian Matenjan einverstanden ist in dieser Saison. Nach dem Spiel hat er dann aber nicht so gelobt. Ne? Nicht so gelobt? Nee, wegen dieser einen Aktion, wo er Kastrop anspielt. Auch in der Nachspielzeit, glaube ich. Nee, es waren die Doch, war, glaube ich, den Abend. Ja, auf jeden Fall. Wo nochmal eine Riesenchance entsteht, wo Hübner dann irgendwie noch einen Fuß dazwischen kriegt, aber das halt auch schief gehen kann, wo er Kastrop wieder anspielt in einer Situation, wo man besser nicht anspielen sollte. Also fast ähnlich zu der Situation mit Geis. Und da meint der Trainer dann auch, also er wollte es jetzt nicht auf den Torwart reduziert haben, hätte man natürlich von Kastrop auch anders lösen können, aber wie hat er gemeint, so eine Art kollektives Versagen. Ja, das ist, ich glaube auch, dass das mit den abgewehrten Bällen vielleicht noch gar nicht so das große Problem ist, zumal man ja auch immer sehen muss, dass Christian Matenjan aus einer längeren Verletzungspause auch herauskommt, aber so was diesen Spielaufbau betrifft. Ja, ich glaube, er soll halt jetzt schon eher versuchen, von hinten das spielerisch zu lösen und aufzubauen und
da fehlt eben nochmal in manchen Situationen so ein bisschen das Gespür für die Gefahr, hat man so das. Was war das mit Geist? Das war in Rostock dann, oder? War das das Spiel in Rostock? Nee, oder in Hannover? Hannover, wo der Elfmeter drauf fällt. Exakt. Ja. Also wir werden das weiterhin beobachten, aber Christian Martenja ist jetzt wahrscheinlich nicht das ganz große Thema nach diesem. Das glaube ich auch nicht. Nach diesem Spiel. Wie gehen wir es denn an? Vierter Flachpass mäßig. Grüße an Chris Seem und Michael Fischer. Chronologisch. Warst du von der Aufstellung überrascht? Ich habe musste ein bisschen schmunzeln. Ich durfte die Aufstellung machen für nordbayern.de und für die Zeitung und bekam dann, nachdem ich sie gemacht hatte, am Freitagnachmittag einen Anruf von Uli Dickmeier, der mich frug, willst du die Aufstellung wirklich so lassen? Weil, was waren deine Probleme mit meiner Aufstellung? Weil ich jetzt auch in der Tat Kastrop nicht von Anfang an hätte spielen lassen in deiner Aufstellung, sondern Dumann. Ja. Und was war das zweite? Hangbo, glaube ich, hatte ich aufgestellt. War ich mal jetzt auch nicht so und du wolltest Schleimer. Sicher, ja, dachte Schleimer nach seinem Tor. Ja. 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 Das kam dann meine Bedenken, ja. Ja, deine Bedenken haben sich bewahrheitet. Weder Kastrop hat von Anfang an gespielt, noch Hangbo, der es noch nicht mal in das Spieltagsaufgebot geschafft hatte, weil er doch noch nicht ganz so weit ist, wie Christian Fjeld gestern nach dem Spiel uns erzählt hat, genauso wie Mats Möller-Daly, der wohl letzte Woche noch nicht mit der Mannschaft, sondern nur mit dem Athletiktrainer trainiert hat. Ansonsten die Aufstellung, ich habe nachgeguckt, 24,6 Jahre im Durchschnitt die Startelf des 1. FC Nürnberg. Das war die 1, 2, 3, viertjüngste Startelf dieser Zweitligasaison. Allgemein nur die Spielvereinigung Fürth war schon zweimal jünger und einmal der SC Paderborn. War die okay, die? Ansonsten, also Goller fand ich noch ein bisschen überraschend. Mhm. Wobei natürlich, so viele Alternativen hat man dann auf der Position, da Lohkämper ja noch verletzt ist auch. Ja. Ja, den hat man halt noch nicht so richtig auf der Rechnung. Ja. Der fand ich jetzt überraschend, aber ansonsten war es jetzt schon die logische Aufstellung der letzten Eindrücke. Ja. Wien Wiesbaden, das noch zum Vergleich war, im Schnitt 2,5 Jahre älter. Sagt das irgendwas aus, dass der Club jetzt so jung daherkommt? Überrascht dich das? Wir hatten das ja, ich auf jeden Fall, relativ früh gefordert, dass man dieser Jugend mit Ali Lun und so weiter eine Chance gibt. Ja, kannst du mal den Trainer drauf ansprechen? Ja. Hat ja schon ein Plädoyer, ein flammendes Plädoyer gehalten für die Alten, die sogenannten Alten. Ist immer lustig, wenn wir das sagen. Das stimmt allerdings, ja. Alle unsere Söhne sein könnten die Alten. Aber er hat sich da sehr für namentlich Valentini, Geis und auch Hübner in die Bresche geworfen. Und die dann trotzdem wieder auf der Bank saßen. Ja, also. Ja, also auch gar nicht eingewechselt worden. Gut, Hübner kam dann. Ja. Relativ früh, weil er taktisch umstellen musste dann nach der frühen roten Karte. Aber ja, Geis, du hattest so der Halbzeit ein bisschen Angst, dass Geis jetzt kommt. Sag das nicht so laut, dass der auch noch irgendwann in den Pott. Ja, das hatte ich tatsächlich. Aber Ali Lun, der gelb vorbelastet war, deswegen war die Auswechslung auch nicht so seinen besten Tag gehabt hat. Deswegen war die Auswechslung schon okay, aber du hattest ein bisschen Angst, dass man wieder auf die bewährten Kräfte. Nennen wir es Bedenken. Bedenken. Ja. Aber es ist schon auch ein Zeichen, dass dann Jens Kastrop, der eigentlich kein ausgewiesener defensiver Mittelfeldspieler ist, Ali Lun ersetzt, der gelb gefährdet ist und nicht Johannes Geis. Also. Aber es war ja wirklich ein sehr intensives Spiel, zweikampforientiert, wo, glaube ich, schon Kastrop einfach besser reinpasst. Das hat man auch gesehen, gleich am Anfang, wo er diesen Lauf macht nach hinten und dann beim Konter, dem den Ball noch abläuft, dass man mit Szenenapplaus belohnt wurde. Das könnte man sich jetzt bei Johannes Geis nicht unbedingt vorstellen, so eine Aktion. Schwierig zumindest. Wer wechselt denn dann noch weg vom 1. FC Nürnberg? Jens Kastrop, ich glaube, die Bild-Zeitung hat ihn gestern neuerlich mit Graz, ne? Irgendeiner österreichischen Kleinstadt in Verbindung gebracht. Oder Geis. Oder Tim Handwerker. Oder keiner. Oder Christoph da Ferner. Was ist dein. Auszuschließen ist, glaube ich, gar nichts. Also bei Geis sehe ich halt die Frage, wo soll er hin? Ne? Ja. Also. Ich glaube, er verdient nicht so schlecht hier. Hm. Ist zwar jetzt auch noch nicht so alt, aber ich glaube, in die dritte Liga möchte er dann doch nicht. Ja. Und ich weiß aber nicht, welcher Zweitligist hier jetzt unbedingt um ihn reisen würde. Ja. Vielleicht Ausland natürlich, klar, irgendwie, das geht immer. Saudi-Arabien.
Aber ansonsten, gut, Handwerker, der hat ja auch am Sonntag einen eher genervten Eindruck vermittelt. Ja, zumindest nicht so freudig, wie man es hätte erwarten können, wenn also einer sehr, das Siegtor erzielt. Ja, der Jubel war schon sehr, auch sehr, sehr, ja, so ein bisschen trotzig, glaube ich. Ne? Ja. Wo er zur Bank gelaufen ist. Ich glaube, mit Dumann hat er da gefeiert. Ja. Und dann sollte er wohl ja in die Mixed-Zone kommen. Das hat er wohl so einen kleinen, was wir beobachtet haben, oder der Kollege Martin Funk vor allem beobachtet hat, so einen kleinen Disput mit dem Pressesprecher gegeben, weil er offenbar wohl nicht so recht Lust hatte, jetzt mit uns zu sprechen. Was ja oft vorkommt. Ja, aber er kam da doch noch. Er kam dann irgendwann, du warst noch da, ne? Ich war ja dann bei der Pressekonferenz. Ja. Wie war er da? Ja, auch zurückhaltend fröhlich, würde ich mal sagen. Also wirklich nicht so, wie man einen erwartet, der das 2:1 in so einem wilden Spiel erzielt und damit den Siegtreffer. Und er sagte, natürlich waren die vergangenen Monate schwierig für ihn wegen seiner Verletzung. Er ist ja auch lange ausgefallen wegen Kreuzbandriss. Und dann natürlich, sagt er, auch wegen der Situation danach, als er seinen Stammplatz einfach an Nathaniel Brown verloren hat. Und das hat Christian Fehl letzte Woche ja auch nochmal im Gespräch mit uns gesagt, dass das einzig an Nene Brown liegt, dass der spielt, der ist einfach zurzeit besser als Tim Handwerker. Wobei die Reaktion, die er dann am Sonntag gezeigt hat, so erwartet man das dann ja auch. Ne? Ja. Er kam rein und war so ein bisschen, ja, der Matchwinner eigentlich, kann man sagen. Ja. Also er hat ja den Elfmeter praktisch auch rausgeholt. Ja. Verwandelt ihn dann sehr, ja, sehr souverän, okay, aber er war drin. Okay, egal. Souverän, okay, ist eine souverän. Gute Kategorie, ja, finde ich, ja. Und hat er das dritte Tor auch noch auf dem Fuß, wo dann der Torwart sehr gut pariert. Also war schon für die kurze Einsatzzeit, die er hatte, war das schon ein guter Arbeitsnachweis. Ja. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass er sagt, lasst mich zum FC Schalke 04 gehen, die suchen einen Linksverteidiger? Die haben aber gerade irgendeinen anderen Linksverteidiger. Also soweit ich auf Twitter irgendwas gesehen habe, ich weiß nicht, ob das schon fix ist, haben die jetzt irgendeinen Linksverteidiger. Gut. Also. Ja. Und du sagtest gestern auch, es wäre vielleicht etwas fahrlässig. Ich fände es wirklich fahrlässig, weil man dann wieder keinen Backup hat. Und man hat ja gesehen, gerade Linksverteidiger fallen halt auch gern mal aus. Wir drücken die Daumen und wollen hier kein Unheil beschwören. Fabi Nürnberger ist weg, der eine Option war. Von Erik Weckhesser bin ich ehrlich gesagt, also A, trainiert er ja nicht einmal noch richtig mit der Mannschaft, nur teilweise. Wird auch noch ein wenig brauchen und ganz ehrlich, so richtig gut gefallen hat er mal als Linksverteidiger nicht. Ja. Also ist doch eher in dieser vorgezogenen Achterposition, glaube ich, wertvoller. Ja. Und dann hätte man ja schon mal wieder, klar, man kann dann immer noch Chamara rüberstellen, der es aber halt rechts eigentlich richtig gut macht gerade. Sehr, sehr gut, ja. Fand ich also nicht nur wegen dem Tor, wegen des Tores gestern sehr auffällig. Ja, und irgendwie fehlt mir da dann so der Backup. Also ich verstehe natürlich, dass Handwerker keinen Bock drauf hat, den Backup zu geben, aber aus Vereinssicht, wenn da jetzt nicht ein Mega-Angebot kommt, und das ist ja auch nicht zu erwarten, wäre ich da jetzt eher skeptisch, ihn abzugeben. Okay, also Handwerker muss bleiben, das verfügen wir hiermit per Kadepp-Dekret, weil er ja auch ein netter Mensch ist. Und von der Chronologie haben wir uns jetzt auch schon wieder verabschiedet. Ja. Wollen wir nochmal chronologisch werden, oder? Ach nee, jetzt machen wir so weiter. Ja, okay. Wie machen wir weiter? Chronologisch. Kommen wir doch mal zu der roten Karte. Genau. Okay, wir gehen rein in dieses Spiel. Ich fand die ersten 10 Minuten okay. Christian Fjell fand sie scheiße, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich fand es halt, wie so erste 10 Minuten oft sind. Ja. Also unspektakulär, nicht so richtig reingekommen. Man wusste jetzt auch nicht genau, warum wen Wiesbaden Tabellen Dritter waren die, glaube ich. Ja. Hat man jetzt auch nicht so wirklich gesehen. Da waren ein paar Schussversuche dabei, die dann erst in Richtung Eckfahne gingen. Also so, ich fand, bis zum Strafraum haben sie es ganz ordentlich gemacht. Räume gut. Mit zwei Ex-Nürnbergern, Robin Häuser. Mit zwei Ex-Nürnbergern, Martin Anger. Martin Anger. Robin Häuser. Ja, Wahnsinn. Martin Anger habe ich am Donnerstag entdeckt, dass der inzwischen da gelandet ist. Habe ich in meiner Kolumne für morgen verarbeitet, diese das Personalie. Zu lesen auf nn.de oder nordbayern.de. Weil das schon, den hatte ich auch irgendwie wegen aus den Augen verloren. Er ist weit rumgekommen. Der ist rumgekommen. Der war dann danach ja ein Jahr beim Club, dann nach dem Abstieg zu 60. Mhm. Ein Jahr bei 60, witzigerweise mit 60 in Nürnberg gespielt. Gelb-Rot gekriegt, 1-2 verloren. Oh. Das ist natürlich super. Fand ich sehr lustig. Und dann war er in der Schweiz, St. Gallen, glaube ich, und Sion. Aha. War St. Gallen? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Dann ich würde fast sagen, Vitesse Anheim, Holland oder Niederlande. Und dann kam doch auch noch irgendwas. Dann kam Saudi-Arabien. Ja, genau. Den Verein habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja. Und dann ging es nach Wien-Wiesbaden. Wahnsinn. Ja.
Eine Karriere, 18 war der, glaube ich, als er in Nürnberg. 19. Ja. Von Arsenal. Genau, aus der Arsenal-Jugend. Und spielte hier unter dem Trainer Gert-Jan Verbeek? Hat 14 Einsätze gehabt. Okay. Aber dann, als dann Valerien Ismail übernommen hat, irgendwie ist er noch zweite Liga, war er noch da, ein paar Spiele, hat er aber keine Einsätze gehabt und ist dann geflüchtet. War ein sehr netter Kerl damals, ich habe den in ja, gute Erinnerung. Ich auch. Gert-Jan Verbeek auch, Valerien Ismail, naja, gestern habe ich nach der Geburt einer neuen Mannschaft gefragt, ja, im Nachgespräch der PK, da ist Christian Fjellbass fast ohnmächtig. Ja, ich weiß nicht, ob er in der Clubhistorie so bewandert ist, dass er diese Zitate dann immer gleich ja, zuordnen kann. Ja, aber er machte dieses, was er schon vor dem Spiel in der Pressekonferenz, dieses bei, wenn Kiblavi was fragt, erstmal so in sich zusammensacken, das hat er dann nochmal gemacht, aber wir arbeiten dran. An unserer Beziehung. Die Humorebene, die muss man noch angleiten. Ja, ja, genau. Wir sollten ihn mal in den Podcast ja, einladen. Aber ja, okay. Also zwei Ex-Nürnberger und dann sind diese beiden Ex-Nürnberger mit Wien Wiesbaden plötzlich in Überzahl, weil Ahmed Gürleyen nach 10 Minuten, 11 Minuten, 11 Minuten, ja, eine sogenannte Notbremse in sein Repertoire aufnimmt und vom Platz fliegt. Vollkommen korrekte rote Karte. Ne? Weiß nicht, ob er da so hingehen muss, aber gut, er ist natürlich durch. Es kommen zwar von außen nochmal zwei. Ja. Aber ich würde ja bei 0-0 nach 10 Minuten immer eher das Gegentor. Das Gegentor in Kauf nehmen. Wenn es denn, also so wie die geschossen haben, war das jetzt auch nicht so ganz klar, dass der Ball dann auch reingehen würde. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir Martenja, diesen Magier, noch ja, da hinten drin. Ah, wir. Das ist super, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Dann hat der erste Zündnummer noch den Magier Martenja da hinten also drin. Also hätte man sicher vielleicht cleverer ja, lösen können. Aber Christian Fehl wollte nicht böse sein und sagte nachher, dass er ja, Gürleyen in den Arm genommen hat. Und ich fand es halt ein wenig blöd, dass meine Geschichte so schlecht gealtert ist. Gürleyen, die einzige neue Konstante beim Club, keine Minute verpasst. 10 Minuten hat er gebraucht, um diesen Text zu pulverisieren. Sehr schön. Zwei Spiele ist er jetzt gesperrt, verpasst das Derby. Wer hat auf Twitter geschrieben, ist auch so eine schöne Club-Tradition, ja, dass Spieler, die gelobt werden, dann grundsätzlich im nächsten Spiel irgendwie verkacken. Kreuzbandrisse haben oder noch schnell wechseln. Ja. Ja, da war er weg. Da war er weg. Ja. Und dann wurde das Ganze ganz schön kompliziert. Also ich fand schon, man hat es gemerkt, dass sie sich ein bisschen sortieren mussten nach dieser roten Karte. Ja, ja. Umstellen mussten, klar. Wobei ich fand, dass sie nach dem 0-1 dann in der zweiten Halbzeit, ohne dem vorgreifen zu wollen, dass sie da noch irritierter gewirkt haben als nach dieser roten Karte. Also so ganz katastrophal fand ich es nicht. Sie mussten ja nur eine halbe Stunde irritiert sein, weil dann war es ja wieder Gleichstand. Ja, wen haben sie dann da in die gelb-rote Karte getrieben? Alle haben wir den reingetrieben. Alle haben wir den reingetrieben, ja. Fjell und das Publikum ja, und die Pressetribüne, wir alle haben den armen Hyun Yu Li ja, in die gelb-rote Karte getrieben. Zu Recht wahrscheinlich, weil ehemals FC Bayern München und solche Menschen. Aber es war schon wirklich sehr dämlich. Also wenn ich für eine Schwalbe gelb kriege, merke, dass das Stadion mich bei jeder Ballberührung auspfeift, dann für 5 Minuten vor der Halbzeit noch einmal am Trikot zu ziehen, ja, ist schon selten dämlich. Ja, Mitarbeiter des Tages sozusagen. Ja. Gelb-Rot, es war wieder Gleichstand hergestellt. Es gab zwischendrin nicht so wirklich, was gab ja, es? Gab Martin Anger ja, die Latte geköpft. Genau. Nach einem Freistoß, glaube ich, war es. Ja. Da hätte man jetzt durchaus sich nicht beschweren können. Aber ansonsten hat jetzt Wien Wiesbaden aus dieser Überzahl auch nicht so wirklich viel ja, gemacht, muss man schon sagen. Ja. Also es war insgesamt ein sehr zerfahrendes Spiel. Ja. Sehr fahrig, sehr unstrukturiert. Ja, was vielleicht auch daran lag, dass es ungewohnt ist, wenn du wie der erste FC Nürnberg nur zu 10 über einen so langen Zeitraum auf dem Platz stehst, weil dann ist ja doch nochmal all die Aufteilung ein bisschen anders, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen würde. Aber gut, dann war es 10 gegen 10. Und ich glaube dann, weil du sagst, glaube ich nämlich auch, weil man hat auch gemerkt, nach der gelb-roten Karte, da hat dann, glaube ich, Janis Horn war es, glaube ich, der so das Publikum auch nochmal so aufgepeitscht hat. Und ja, ich glaube, in den Köpfen war schon drin, so, jetzt fangen wir nochmal neu an und jetzt hauen wir die weg. Ja. Und dann kriegst du, und ich muss sagen, sie sind auch gut aus der Halbzeit gekommen. Mhm. Also da war dann schon Lattenfreistoß von Benny Goller. Der Schuss, wenn Glück geht auf die Latte von Benny ja, Goller, aber auch so ganz viele Ecken rausgeholt innerhalb von kurzer Zeit. Also da hatte man schon das Gefühl, jetzt geht was. Ja. Und dann kommt halt so wenig auch aus dem Nichts das 0-1. Und ich glaube, da
waren sie dann auch etwas irritiert, ja, warum es jetzt schon wieder so komisch läuft. Ja, da hat man sich dann tatsächlich ein bisschen Sorgen machen müssen, zumal Chan Usun, ja, der hier in den vergangenen Podcast-Ausgaben in den Himmel gelobt wurde, vollkommen zu Recht, auch nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. Ne? Nee, ich habe wirklich, glaube ich, er hat so gespielt, wie ein 17-Jähriger in der zweiten Liga halt auch mal spielen darf. Ja. Also das schon richtig einzuordnen, es hat ein bisschen, ja, ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Also man merkt natürlich, die stellen sich inzwischen halt auch dann besser auf ihn ein. Ja. Und zur Not kommt halt einmal das Foul, an der er ein paar so Dribblings versucht hat, ja, eine ganz gute Aktion ganz am Anfang. Ja. Und dann, ja, war nicht sein Tag. War ja auch ein bisschen angeschlagen, hat nicht voll trainiert die Woche, muss man auch berücksichtigen. Aber wie gesagt, wer da jetzt sich drüber echauffiert. Ich fand auch das Publikum auch gutes Gespür bewiesen. Ja. Bei der Auswechslung mit Beifall verabschiedet trotzdem. Also ich meine, welche Erwartungen haben wir an einen 17-Jährigen? Jetzt geht das Spiel drei Tore. Die allerhöchsten natürlich, aber ja. Ja, das war vielleicht auch, also das möchte ich noch zusätzlich sagen, weil du sagst, das sah alles nicht mehr so strukturiert aus. Waren halt auch viele Wechsel dann relativ früh. Also es kam Hübner nach der roten Karte für Okunuki, es kam dann zur Pause Castro für Ali Loon und Schleimer, glaube ich, für Duman. Also ja, das ist dann auch schon nochmal eine Umstellung und sowas, wo du vielleicht das Ganze nochmal... Also Fjell hat ja auch gesagt, das war für einen Trainer ein ganz schwieriges Spiel, weil du ständig umdenken musst, erst bist du in Unterzahl, dann bist du wieder gleich, dann bist du irgendwann in Überzahl, kommen wir noch dazu. Mhm. Also sagt, es ja ganz schwer, auf das Spiel Einfluss zu nehmen. Ja. Gut, 0-1. Unnötige Ecke, muss man sagen, von Florian Hübner, der danach durchaus noch Großes geleistet hat, aber in der Szene kann man den Ball wahrscheinlich auch ins Ausklären, muss man zur Ecke machen, aber gut, passiert. Und dann so ist Fußball. Schleimi, wie wir ihn nennen, da ein bisschen Probleme gehabt im Luftzweikampf gegen den Ivan Brtajen. Aha, ja, gut, wie du all diese Namen parat hast. Okay. Sowohl von den Nürnbergern als auch von den Wiesbadenern. Man könnte meinen, du liest sie ab. Man könnte meinen, ich hätte die Aufstellung vor mir. Ja, genau. Ja, aber Lukas Schleimer sorgt dann auch dafür, dass der Club nach einer doch fünfminütigen Irritation wieder zurück ins Spiel kommt, indem er sich mit Jan Chamara sehr schön vor das Tor kombiniert. Ja. Ja. Und dann trifft Chamara. Bester Spieler beim ersten FC Nürnberg. Also wie vor dem Tor schon fand ich, dass er das defensiv auch mit dem Einrücken sehr, sehr gut gemacht hat und auch wieder nach vorne angeschoben. Also ich finde, merkt man gerade an, dass es ihm Spaß macht. Sagte er dann auch, als er danach mit uns gesprochen hat, dass er zwar nicht genau benennen kann, was da ist, aber irgendwas ist mit dieser Mannschaft. Ja. Und ja, der hatte richtig gute Laune. Hat er immer angeblich, ne? Hat er immer? Ja. Trainer sagt doch, das ist ein Verrückter, der hat immer gute Laune. Der sagt ja auch, dass ein Verrückter mit dem Einrücken, glaube ich, oder er ist irre oder sowas, weil er dieses Einrücken ins Zentrum oft dahin interpretiert, dass wenn der Ball dann aus dem Zentrum nach links geht, er da dann noch weiter einrückt und dann alle anderen so verschieben müssen, dass auf der rechten Seite, wo Chamara eigentlich sein sollte, zumindest noch irgendeine Absicherung ist. Aber wir sind ja hier für Freigeister, deshalb... Alles cool. Also ja, bester Spieler, Note. Wir vergeben keine Noten mehr. Ja, zwei. Zwei. Hätte ich ihm gegeben, ja. Schlechtester Spieler? Ja, da bin ich jetzt ganz froh, dass wir keine Noten mehr geben. Ich will trotzdem eine. Wir führen das jetzt hier ein, dass wir drei Spieler bewerten. Den besten, den schlechtesten und den mittelmäßigsten. Also den besten bin ich schon bei Chamara. Ja, ich auch. Fand aber auch Hayashi zum Beispiel. Fand, er hat sich richtig reinkaut, also gelingt nicht alles, aber man spürt halt einfach diesen unbedingten Willen und das tut der Mannschaft auch gut. Ja. Brown fand ich, hat es auch wieder sehr ordentlich gemacht. Du drückst dich um den schlechtesten, ne? Ja. Muss man dann, Usun hat jetzt nicht seinen besten Tag gehabt. Ja, aber wahrscheinlich kann man sich diesmal einfach machen und einfach sagen, Güleyen kriegt eine 5, weil... Nö, der kriegt keine 5, weil der hat nur 10 Minuten gespielt, da gibt es keine Note. Ja, dann musst du einen anderen raussuchen. Ja, das fand ich aber auch immer, ich glaube, der Kicker hat das früher mal gemacht, wenn einer eine rote Karte gekriegt hat, dann hat er automatisch einen Sechser gekriegt oder so. Nö, das ist... Ja, also ich meine, für eine rote Karte nach 10 Minuten finde ich, das ist schon potenziell spielentscheidend. War es ja nicht. Hat er alles richtig gemacht im Nachhinein. Ja, das stimmt. Wir haben diese Vene-Chance zum 0-2 noch ausgelassen. Ne? Da hätte es ja... Castrop-Fehler oder... Castrop, Martinia, Doppelfehler. Na, war das?
Oder war das nicht in der Nachspielzeit? Nee, stimmt, da gab es ja noch eine, wo links einer, ja, genau. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, ganz frei steht und dann. Ja, ich glaube, das war eher das. Ja, das stimmt. Martin, ja, Kastrop-Dings. Aber also Wien Wiesbaden hätte ja auch 2-0 führen können, dann wäre es vielleicht durch gewesen, obwohl ich traue dieser Mannschaft fast alles zu. Ja, und dann, also 1-1. Und dann kam Handwerker. Zieht ab. Ich muss gestehen, ich habe es auf der Tribüne nicht gesehen, dass da eine Hand im Spiel ich war. Natürlich unser Volontär, auch nicht. Der Lukas, Grüße, hat sofort gesagt, da war doch eine Hand im Spiel, wo ich dann als erfahrener, älterer Sportredakteur gesagt habe, ach Quatsch. Bübler. Und dann kam der VAR und hatte wohl auch Bedenken und ja, man hat es dann aber relativ deutlich gesehen in der Wiederholung. Das war schon eindeutig, da geht wieder Martin Anger. Ah, der hat wirklich einen beschissenen Tag erlebt. Deswegen hat er sich ja auch für meine Kolumne qualifiziert. Ja. mit der Hand. Du kannst Martin Anger aus dem ersten FC Nürnberg kriegen, aber nicht den ersten FC Nürnberg aus Martin Anger. Geht ein bisschen, also kann er nicht mehr was dafür, aber er lenkt den Ball halt mit der Hand so ab, dass der Torwart dann relativ gut hält. Aber es gab halt dann doch noch Elfmeter. Ja, und den verwandelt Tim Handwerker so halb souverän. Ja, links unten. Ja. Nachdem Can Usun schon vom Platz war, fand sich keiner mehr. Jan Chamara. Jan Chamara hätte er gern. Ne? Er hat dann gesagt, hat noch nie einen Doppelpack erzielt und hat mal kurz dran gedacht, aber Kollege Handwerker war dann so überzeugt, dass er das Ding macht, dann wollte er da nicht intervenieren. Und Christian Fehl sagt, er mischt sich da nicht ein. Ja, 2-1. Oh. Erstmal ausgelassener Jubel bei Handwerker, später dann nicht mehr ganz so ausgelassen, aber gut. Und dann ging es so dem Ende entgegen mit einer. Gab es dann vor der gelb-roten Karte für Anger noch Möglichkeiten auf beiden Seiten? Ja, es gab ja noch eine Chance, aber wo Hübner eben den Fuß noch dazwischen kriegt. Ja, bilde ich mir aber ein. Es ist gut, wie sehr gut wir vorbereitet sind und wie gut wir uns erinnern können, aber ja. Ich bilde mir ein, dass es erst in der Nachspielzeit war. Das kann sein. Also die Szene, wo dann Horn Kübner richtig abfeiert irgendwie. Ja, genau. Irgendwie rettet, das war schon nochmal eine brenzlige Situation. Ja, okay. Aber überstanden. Sie überstehen es halt momentan, solche Dinge. Also ja, sie haben eine sogenannte Resilienz. Ja, das darf ich nicht mehr schreiben. Hast du in die Zeitung geschrieben? Habe ich in die Zeitung geschrieben, habe schon zwei böse Leserbriefe gekriegt. Ja. Aber dass das keine Sau versteht. Ja. Ich soll Deutsch schreiben. Man könnte es ja auch nachschlagen. Ja, wir haben ja so einen Bildungsauftrag, eben, den Menschen auch was beibringen. Ja, was bedeutet Resilienz? Ja, man hätte jetzt auch Widerstandsfähigkeit schreiben können, aber das hätte nicht über die Überschrift zu lang. Und dann sind wir da pragmatisch und hauen die Fremdwörter raus. Ja, haben wir gelobt, loben alle. In der Süddeutschen Zeitung stand es, glaube ich, auch noch. In der Süddeutschen stand auch irgendwas von der Ende des Zitterfußballs oder sowas. Also auch da lobende Worte über den ersten FC Nürnberg von unserem sehr geschätzten Kollegen Christoph Ruf. Grüße. Ja, der gestern mit uns im Stadion saß. Ja, Widerstandsfähigkeit neu beim ersten FC Nürnberg. Ja, ich habe ja da mal nachgeschaut, wann es das letzte Mal war, dass der Club nach einem Rückstand wirklich noch gewonnen hat, ein Spiel. Ja. Gefühlt war das irgendwann in den 80ern. Ja. War aber tatsächlich vergangene Saison in Sandhausen. Fünfter Spieltag Sandhausen, Quattro Dur, Doppelschlag. Ja. Nach 0-1 noch 2-1. Aber so wirklich oft. Also 19 Mal war der Club im Rückstand in der vergangenen Saison. Dreimal hat es noch zu einem Unentschieden gereicht und einmal zum Sieg. Mist, das habe ich jetzt nämlich nachgeschaut, weil du mich gestern, als wir telefoniert haben, so beeindruckt hast mit deiner Recherche. Also das heißt, letztes Jahr schaffte der Club nach diesen besagten Rückständen 6 Punkte und dieses Jahr sind schon 4 nach Rückständen. Was auch bedeutet, der Club lag aber auch in dieser Saison schon 3-mal in Rückstand. Ist das ein Problem? Naja, also dass jetzt noch nicht so alles hundertprozentig rund läuft und das auch mal wieder in die andere Richtung gehen kann. Es ist ja trotzdem alles sehr, wie soll man sagen, es hätte jetzt auch, wenn du den Elfmeter nicht kriegst, dann gehst du hier vielleicht mit einem 1-1 raus. Ja. Und wenn du in Osnabrück noch das Tor kriegst, also dann, das sind so Momentaufnahmen und dann reden wir jetzt hier schon wieder ganz anders. Also hat Christian Fehl gestern auch gesagt, wieder, als ich nach der Pressekonferenz irgendeine Frage stellte und er sagte, dann stell dir nur eine Sekunde vor, wir hätten heute verloren, was wäre dann gewesen? Also er hatte auch noch so nicht so wirklich Lust auf die kiplawische Euphorie. Ja, es ist schon
ist schon noch ein fragiles Konstrukt, glaube ich. Und wenn du mit so vielen jungen Spielern spielst, dann musst du das halt auch einberechnen, dass ein Ali Loon vielleicht halt mal eine frühe, unnötige gelbe Karte sich holt und dann da ein bisschen gehemmt ist oder einfach mal ein Spiel hat oder Can Usund, was halt auch nicht so rund läuft. Aber ich habe so das Gefühl, ja, den Spielern verzeiht man es halt, zumindest eine Zeit lang. Ja. Irgendwann müssen sie halt auch liefern, aber so eine Zeit lang ist halt dann die Bereitschaft der Leute schon da, ja, da drüben hinwegzusehen. Und das meine ich, glaube ich, auch, was Jamara sagt. Man hat schon so das Gefühl, es ist ein anderer Fußball und es ist ein anderer Geist in der Mannschaft. Ja. Also das ist jetzt noch kein Zauberfußball, den die spielen, und da gibt es sicherlich noch viel zu verbessern, aber man hat schon das Gefühl, sie hauen sich rein, der Wille ist da. Also es ist nicht so, man lässt es sagen, was dann oft so einfallslos und so pomadig und Entschuldigung. Ohne zu sagen, das geschieht mit Absicht, aber irgendwie ist da schon so ein jugendlicher Geist in der Mannschaft, der Spaß macht, wie du es formuliert hast. Der auch dem Publikum Spaß macht, glaube ich. Also nicht nur uns, sondern auch allen Menschen gestern im Max-Morlock-Stadion. Da, ich glaube, der Mannschaft wird sehr viel mehr verziehen als eine Mannschaft, in der dann, und ohne, dass das jetzt abwertend klingen soll, aber ich glaube, wenn da Johannes Geis und Enrico Valentini und sonst was aus der vergangenen Saison mitgespielt hätten, wäre, glaube ich, die Stimmung eine andere gewesen, als sie jetzt bei dieser Mannschaft einfach war. Was noch an sich kein Qualitätsurteil ist, aber da könnte was zusammenwachsen. Natürlich auch wieder sagen muss, und da hat Fehl schon auch recht, also der Erste, der gestern auf dem Platz gerannt ist nach dem Schlusspfiff, war Enrico Valentini, der da also wirklich freudestrahlend mit ausgestreckten Armen auf dem Platz gerannt ist und jeden umarmt hat. Also das glaube ich schon, was Fehl da sagt, dass sie trotzdem für dieses Binnenklima sehr wichtig sind. Und, und ich denke, wenn du ihn brauchst, dann sind die auch da. Ne? Also man hat es ja auch bei Hübner gestern gesehen. Also es ist halt Florian Hübner, er wird jetzt kein großer Spielaufbauer mehr werden, aber er kriegt halt dann in so einer Situation mal noch den Fuß dazwischen. Okay. Ja. Aber ich merke schon, wir sind zuversichtlich, oder? Wo führt das hin, Uli? Wo führt das hin? Erst einmal nach Kaiserslautern. Ja. Schwieriges Spiel. Aber so insgesamt dürfen wir schon vom Aufstieg reden. Es wurde uns auf Twitter schon vorgeschlagen, dass wir jetzt mal eine Aufstiegsfolge einbauen sollen. Grüße. Ich bin dabei. Saisonziel ist ja, glaube ich, vorderes. Tabellen 8, das sind wir jetzt, ne? Ja. Ich würde sagen, das Lautern-Spiel warten wir noch ab. Das warten wir noch ab. Okay. Aber dann machen wir es offiziell. Dann sind wir praktisch durch. Wenn es 3 Punkte werden, dann. Okay. Ja, diese zweite Liga ist ja eh. Ausgeglichen, sag's nicht. Nein, nicht ausgeglichen, verrückt. Also, ach so, okay. Was macht denn Rostock da oben? Und ja. Und der erste FC Nürnberg. FC Nürnberg. Und Hertha bringt nichts auf die Reihe und gewinnt dann mal locker 5-0 gegen das Kleeblatt. Also, das arme Kleeblatt. Mit Prognosen ist das alles noch sehr schwierig. Ja. Gut. Wie hast du bei diesem Tipp der Fußballakademie? Ja. Club und Fürth getippt? Wie immer auf 1 und 2. Echt? Ja. Im letzten Moment abgegeben diesmal, nach freundlicher Aufforderung. Aber mache ich, glaube ich, immer. Club und Fürth, so sie zusammen in dieser Liga sind, tippe ich sie auf 1 und 2. Okay. Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube irgendwie so 8 und 9 oder sowas. Ja, weil du der Realist bist in unserer Podcast-Beziehung. Es ist hier auch jetzt schon wieder ganz schön warm in diesem Podcast-Studio. Du trägst kurze Hosen, das ist ein strategischer Vorteil. Aber über 15 Grad. Bei diesem Tippspiel der Akademie für Fußballkultur bin ich vor allem stolz auf meinen Erstligatipp, in dem ich Bayer Leverkusen zum deutschen Meister gemacht habe. Hatte ich weit lang, also ich hatte, glaube ich, auf Platz 3. Okay. Aber ich glaube, dieses Jahr, merke ich, dass es schon gar keine Minderheitsmeinung mehr ist, sondern die haben ja, das war ja schon irgendwie. Ich dachte mir, ich komme da mit einem Hot Take um die Ecke, aber ich muss mal gucken, wie viele, es gibt noch keinen Zwischenstand nach 2 Spieltagen, aber mal gucken, wie viele Menschen außer mir noch Bayer auf Platz 1, was einem natürlich im Herzen wehtut, weil Bayer Leverkusen eigentlich auch überflüssig ist, aber sie spielen schön Fußball. Dann doch lieber noch als Leipzig, oder? Ja, natürlich. Also, aber auch schon auch überflüssig. Ach, die habe ich mit 8 Jahren schon die Stecktabelle eingestellt. Ja. Die sind ja irgendwie. Also ich habe mit Leverkusen eigentlich kein Problem. Ja. Ich fand Bayer Uerdingen immer besser. Ich war damals so einigermaßen erzürnt, dass der eine Standort einfach zugesperrt wird und am anderen geht es weiter, aber. Gut, da vielleicht tat es mir. In Uerdingen? In der Grotenburg. Ich war mal als Fan,
als Fan bei einem Auswärtssieg, ich glaube in der Aufstiegssaison mit Felix Magath als Trainer, ein Abendspiel und wie hieß der, Thomas Richter, versenkte einen Freistoß zum 1-0 Auswärtssieg. Das müsste man jetzt mal überprüfen. Da war ich. Das war auch mein einziger Ausflug nach Öhringen. Krefeld. Ja. Ja, es war nicht wirklich ein schönes Start und die Grotenburg-Kampf waren, oder? War das nicht auch alles nett überdacht und sowas? Aber cool, dass ich mal einen Stadionpunkt mehr hab als du. Aber dafür darfst du ja nach Elversberg. Oder nee, wer fährt da hin? Der Wolfgang. Ja, weil der praktisch daneben wohnt. Ja. Das stimmt. Wäre schön zu wissen, wie oft. Wobei nach Elversberg würde ich schon auch, aber das ist irgendwann im Dezember, glaube ich, ne? Oder im Winter. Ja. Und da kann man gar nicht mit dem Zug fahren. Da muss man mit dem Auto hinfahren. Das ist. Ihr fahrt jetzt schon nach Kaiserslautern mit dem Auto, ist auch unangenehm. Ja. Ne? Wir hatten zwei legendäre Auswärtsfahrten nach Kaiserslautern, wir beide. Einmal mit unseren Chefs Harald Büttner und Hans Böller damals noch. Grüße. Wo wir den Fehler machten, vorher der Einladung von Harald Büttner in ein Weingut. Der seinen Weinvorrat aufgestockt hat. Zu folgen. Einen Kofferraum voller Wein durch die Gegend und dann ausgiebig getestet haben. Ja. Und wir zwei waren in einem relativ desolaten Zustand dann in diesem Stadion. Hans Böller musste den Online-Spielbericht schreiben. Darf er das überhaupt verraten oder wird es dann hier arbeitsrechtlich problematisch? Aber ich glaube, damals war das noch hat es noch dazu gehört. Ne? Ja. Und ein anderes Mal sind wir mit einem Auto gefahren, das bergauf dann immer den Motor ausgemacht hat oder so ähnlich. Da kam kein Gas mehr, da bin ich gefahren. Und dann mussten wir immer auf dem irgendwie auf so einem Parkplatz raus und musste 5 Minuten warten und dann, also wie so ein Aufziehauto war das praktisch, dann hat es wieder. Ja, sehr dann, schön. Dann ging es wieder. Ich weiß nicht, wo ich in diesen Weinbergen irgendeinen LKW überholen wollte und dann kam nichts mehr und ich gedacht, oh je. Aber wir sind gut an und heimgekommen, erstaunt. Zurück ging es dann nämlich wieder, das Auto, das hatte bloß eine kleine Pause gebraucht oder ein bisschen Pfälzer Luft. Also ich drücke euch die Daumen, du fährst mit Martin Funk nach Kaiserslautern. Ist so geplant, ja. Ja. Und wir fahren dann wieder zurück, weil Kaiserslautern komplett ausgebucht ist. Ich weiß nicht, wie viele Nürnberger da hinfahren. Okay. Aber es waren wirklich vor einer Woche, also ich hätte noch ein Hotelzimmer irgendwo gekriegt, der Martin dann nimmer. Okay. Wirklich komplett ausgebucht, diese Stadt. Naja, aber wahrscheinlich gibt es in Kaiserslautern halt nur ein Hotel oder sowas. Es gibt schon einige, aber wirklich alles dicht. Aber wer macht denn Urlaub in Kaiserslautern? Ja, die Clubfans. Ach so, ja gut, das ist, weil es da auch immer so gute Weinschorle gibt im Gästeblock und die, da ist dann besser, wenn man das Auto stehen lässt. Aber ihr werdet diesmal kein Weingut ansteuern. Ich gehe nicht davon aus. Ja. Aber Betzenberg ist schon eins der netteren Auswärtsspiele. Ja. Also immer ganz unterhaltsam. Ja, finde ich auch. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Ja. Echt? Ach, die 47 Minuten, die hätten wir doch locker noch einmal wiederholt. Ja, okay. Also das Spiel warten wir noch ab, bis zu einer endgültigen Saisonprognose, ob Aufstieg oder... Kann man aber, glaube ich, schon sagen, wo der Weg hingeht. Ja. Sonst noch was vom Sonntag? Christian Fjell. War auch da, ja. Ja. Ist noch nicht ganz locker so im Umgang mit uns, muss er aber wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? So. Ja, also ich finde die Zusammenarbeit bislang okay. Gut. Ja. Wie gesagt, so humormäßig müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen an der gewöhnen. Ja. Aber er redet. Zurückhaltend, redet. Aber. Ja, er stellt sich. Also, es war jetzt auch nicht bei jedem Trainer in letzter Zeit, dass er sich nach der PK dann nochmal dann doch 10 Minuten Zeit nimmt und so ein bisschen Sachen bespricht, einen kleinen Kreis. Das ist schon in Ordnung. Und ich glaube, er spricht ja relativ deutlich an, wenn ihm was nicht passt. Ja. Das mag ich dann auch, als wenn jemand so beleidigt rumtut und man weiß nicht, was ist. Und er sagt halt einfach klipp und klar, das hat mir nicht gefallen. Und dann kann man drüber sprechen und kann seine Sichtweisen austauschen. Also, ich finde ihn da schon sehr authentisch. Gut. Ich auch. Und er lässt schönen Fußball spielen. Also und er traut sich, junge Menschen in diese Mannschaft zu stecken. Und auch wenn jetzt natürlich zwei Siege gegen Aufsteiger dabei waren. Aber das hast du wahrscheinlich nicht recherchiert, wie das letzte Saison war in den Spielen gegen die Aufsteiger. Wer waren die? Magdeburg verloren. Zu Hause verloren, in Magdeburg in Punktgold. Magdeburg ein Punktgold durch Lohkämper. Ja. Und wer war eigentlich der andere Aufsteiger? War das Hansa Rostock dann auch noch? Nee. Gott, oh Gott. Doch, die waren letztes Jahr Aufsteiger, ja. Sicher? Sind da zwei Ostvereine nach oben gekommen? Jetzt könnte ich mal, aber gut, das google ich jetzt auch nicht mehr. Hier,
Eine längere Pause, da könnten wir jetzt diesen Werbemarker setzen. Und nee, Rostock ist ja mit Hanno Behrens dann schon jetzt in der zweiten Liga gespielt. Ja, sind die nicht, okay, das ist wirklich. Das dritte Jahr, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Was interessiert uns der Ostfußball? Was? Ja, das ist wirklich. Jetzt, warte mal. Braunschweig, Eintracht Braunschweig war ein Neuling und Kaiserslautern war ein Neuling. Wir sind wirklich großartig. Also Eintracht Braunschweig, krachende Niederlage in der Hinrunde, als sie da kollabiert sind nach zwischenzeitlicher Führung. Und Kaiserslautern. Naja, in Lautern glaube ich ein sehr ein Unentschieden, aber ein 0-0. Ziemlich grausliches Spiel. Ja, genau. Und zu Hause das legendäre 3-3 nach 3-1-Führung. Okay, also dann ist es auch in der Hinsicht eine Steigerung, dass man jetzt sogar schon gegen Aufsteiger gewinnen kann. Können jetzt auch Aufsteiger. Ja, schön. Gut, das waren jetzt wieder 5 Fremdschämen-Minuten für die Menschen da draußen. Uli Dickmer und Fadi Kiblavi können sich nicht an die Zweitligatabelle von vor. Mein Leserbrief, der eine Leserbriefschreiber heute, der sich über die Resilienz beschwert hat, geschrieben: Wo sind die guten Sportreporter von früher hin? Ja. Da hat er recht. Da hat er recht. Grüße an all die, die wir noch gekannt haben. Und jetzt sind halt wir hier da und schreiben Resilienz und machen Podcasts und reden über Cordon Bleu. Was wir wieder mal nett gemacht haben in dieser Ausgabe. Aber ich habe mal wieder eins gegessen, nachdem ich meinen Schwedenurlaub abgebrochen hatte in Kettenhöfstetten. Sehr gut war das, wie immer. Ja, dann sind wir schon am Ende, oder? Gerch haben wir noch. Gerch haben wir noch. Dann haben wir noch irgendwas zu besprechen? Jetzt war ich so lange nicht da und wir haben weiter nichts zu besprechen. Nee, ich war ja auch so lange nicht da. Außerdem spüre ich, wie meine Stimme so langsam kollabiert wie der Club in der Nachspielzeit von Osnabrück. Aber wir haben Lea Paulik alles Gute gewünscht. Wir haben das Buch vom Felix vorgestellt, unseren Live-Podcast so halb beworben, ohne genau zu wissen, wann er stattfindet. Wahnsinnig viele Bewerbungen für Live-Podcasts, ne? Also, ja. Wo wir da mal so ein bisschen sinniert haben, ob man denn, und dann kamen da wirklich gleich, weiß gar nicht. Siehst du, du sagst Live-Podcast und ich muss mir sofort, ich habe mir vorhin eine Jogginghose gekauft und habe dazu ein alkoholfreies Desperados geschenkt bekommen mit Zitrusaroma. Das habe ich mir jetzt aufgemacht. Das war, wenn man eine Jogginghose kauft, kriegt man alkoholfreies Bier. Tja, es passieren die wunderlichsten Dinge in der Nürnberger Innenstadt, aber ich habe es ohne groß nachzudenken angenommen und jetzt probiere ich es mal. Eine Sekunde, aber Live-Podcast, ich weiß gar nicht, dürfen wir dann da im Clubhaus, dürfen wir wie damals im Afterwork auch Bier dazu trinken, wenn da zwei Leistungssportler mit uns auf der Bühne sitzen, oder trinken wir da Cola? Es käme halt wahrscheinlich dem Entertainment-Faktor zugute, wenn wir Bier trinken dürften. Ja, naja, schmeckt gar nicht so schlecht, dafür, dass es sehr warm ist. Regeln wir nochmal, ob wir da Bier trinken dürfen, aber... Ja, aber für die große Tournee, also da einige interessante Locations, die sich da angeboten haben. Die mich am meisten interessiert, ist tatsächlich Pegnitz. Der längste Text auf Instagram ist uns, glaube ich, geschickt worden und ich habe noch nicht darauf geantwortet. Asche auf mein Haupt, wir machen es jetzt hiermit. Da sollen wir in einer alten Brauerei vorturnen, das wäre natürlich cool. Gibt es da noch Bier in der alten Brauerei? Nebendran. Ja. Also da gibt es noch Bier, ja. Okay. Gibt ja noch zwei Brauereien in Pegnitz. Ja. Und aber der Waldstockverein hat sich da einquartiert und macht da. Wer hat uns da geschrieben? Du, der Jonas. Jonas, ja. Genau. Grüße, entschuldige, dass ich mich nicht gemeldet habe bisher. Da würde ich sehr gerne hinkommen, weil das hört sich auch. Ein Heimspiel für mich, das wäre natürlich super. Und es hört sich an, als würde es da vielleicht. Er schrieb, glaube ich, es gibt kein Cordon Bleu, aber vielleicht kann man zumindest Bratwürste oder sowas anbieten. Das lässt sich regeln. Und was ist das dann, ein Veranstaltungszentrum, ein Jugendzentrum? Nee, das ist wirklich eine alte Brauerei, die halt eigentlich mehr oder weniger leer stand. Und da hat sich der Waldstockverein, der das Festival ja auch macht, eingenistet irgendwann und macht da hin und wieder so kleinere Konzerte oder Partys oder auch seine Hauptversammlung. Und das ganz schön hergerichtet. Okay. Es ist echt nett. Machst du eigentlich bei diesem Dings mit, was der Simon Strauß, Grüße, auf Twitter mal hat rumgehen lassen mit diesen 1001 Alben, die man hören muss bis zu seinem Tod?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Weißt du nicht? Ja. Ich habe genau ein Dreiviertel des Albums dieser 1001 geschafft und dann bin ich schon wieder davon abgekommen. Aber ich glaube, er selbst hat schon 667 ein breites Potpourri an musikhistorisch wichtigen Alben. Du kennst wahrscheinlich alle. Musst du mal gucken. Schau mal auf Twitter. Ja. Kann man sich dann alle anhören. Du hast sie wahrscheinlich alle als CD daheim. Aber auf Platte. Platte. Ich dachte immer, du hast mehr CDs als Platten. Ja, noch habe ich mehr CDs, aber ja. Es gleicht sich langsam wieder an. Ja, okay. Zum Leidwesen. Der anderen Familienmitglieder. Ja. Ja. Naja, gut. Die ziehen jetzt bald aus. Die werden ja auch alle nicht jünger. Grüße an alle. Die sind weltweit verstreut gerade, ne? Mehr oder weniger. Ja, die eine ist gerade in Kroatien. Ja. Die andere war bis vor zwei Tagen noch in der Toskana. Mhm. Die kommt jetzt gleich heim. Und dann nur du hängst hier. Nur ich hänge hier rum. Häng hier rum. Podcasts. Du hast die Hunde versorgt? Den Hund? Den Hund, der Hund ist versorgt, der Hamster ist versorgt. Lebt. Lebt. Ja. Ja. Es braucht keine Leihhamster, um irgendwie. Nee, der ist noch relativ fit. Okay. Wobei Hamster sind ja im Gegensatz zu Meerschweinchen so Einzeltiere, ja. Die kann man allein halten. Deswegen, ah, okay. Wenn der mal das Zeitliche segnet, dann war es das halt. Ah ja, stimmt. Das hast du, glaube ich, schon mal halt wieder irgendwie erwähnt. Ja. Ja, gut. Dann machen wir noch ein. Machen wir noch ein Gerch. Machen wir noch ein Gerch. Wir müssen den vom letzten Mal auflösen. Es war. Den haben wir nicht gehört. Hoffe ich. Ja, ich habe den bloß einmal gefragt. Ich hoffe, es ist nicht der, den ich heute vorbereitet habe. Das wäre sehr schön. Ich hatte den Golotze, jetzt habe ich gerade Gloser gesagt. Wie kann denn das? Ich habe vorhin, glaube ich, auch schon Gloser gesagt. Das tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich bei der Familie Golotze. Ich habe den Golotze gefragt. Ich bilde mir ein, dass er gesagt hat, es war Frank Wiblishauser. Ich habe ihn mir vorhin nochmal angehört und es müsste Frank Wiblishauser gewesen sein. Der ist jetzt Heilpraktiker, ne? Tatsächlich kam das auch in Golotzes Text vor, ja. Den er einfach nur aus Wikipedia rauskopiert hat. Und ja, dann war es Frank Wiblishauser. Eigentlich ein ganz cooler Linksverteidiger damals auch, ne? Ja. Aber dann mal schwer verletzt. Schwer verletzt. Hatte der Schienbeinbruch, ja. Genau. Ja. Obwohl er vom FC Bayern kam. Guter Junge. Mit David Jarolim und Nisse Johansson. Ja, das war diese Klaus Augenthaler. Ja, okay. Auch schöner Fußball, der damals gespielt wurde. War das nicht sogar die erste Viererkette? War Klaus Augenthaler der erste Mensch, der in Nürnberg hat eine Viererkette spielen lassen? Oh Gott. Ich bilde mir ein, dass das die Zeit war, in der alle plötzlich festgestellt haben, dass sie jetzt Viererkette spielen müssen und was dann immer in der ersten Liga schon absurd ausgesehen hat, aber auch als dann die in der Kreisliga auch noch anfingen. Aus den Verlieberos und Vorstoffern dann plötzlich Viererketten zu formen. Das war ziemlich coole Zeiten. Ja, das kann vielleicht mal jemand recherchieren für uns. Ein Taktikhistoriker. Grüße an. Der erste Clubtrainer mit Viererkette. Na, das kann ja sein. Ja, also falls es jemand weiß, schreibt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Musst du das diesmal posten, ja. Wenn der Golotze nicht da ist? Und ja. Okay. Wie war das mit deiner Wette? Wir haben ja diese Saison Spendenwetten. Wie viel Euro spendest du, wenn ich einen Gerch errate? Ich glaube, einen Euro pro Erraten. Pro Erraten. Ja. Da wollte ich noch nachfragen. Also Usun wird ja schon teuer langsam. Weil? Da hatte ich Startelf Einsatz von Usun. Okay. Jedes Mal. Das ist, ja. Unter anderem. Ja. Okay, ein Euro bloß. Da hätte ich schon ein bisschen mehr ins Risiko gehen können. Ich weiß es nicht mal, was habe ich denn? Oder habe ich 2 Euro? Muss ich nachschauen. Ja, und wie ist es, das wollte ich noch. Also ich runter natürlich auf am Schluss. Wie ist es, wenn ich den gleich selber vortrage, dann zahlst du auch? Weil dann wusste ich ihn ja. 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 Das wäre dann eine Woche danach. Wenn du eine Woche danach noch weißt, dann kriegst du 2 Euro. Okay, auf den Deal lasse ich mich ein und weiß, dass ich es mindestens 4-mal nicht mehr weiß. Also okay, wir haben hier schon Gerchs gemacht zum zweiten Mal und ich habe ihn nicht erraten, obwohl ich ihn selber schon mal gemacht hatte. Sergio Bustos. Los jetzt, ich mach mir nämlich Notizen diesmal. Heute früh mit heißer Nadel gestrickt. Mit dem Fußball begann Gerch in seinem Geburtsort, der auch als Tor zum fränkischen Seenland bezeichnet wird und in dem seine Eltern ein Kaufhaus betrieben. Vom Club entdeckt wurde er beim Lehrlingssport der Bundesbahn. Nach seinem Wechsel an den Pfalzner-Weiher holte der defensive Mittelfeldspieler, der auch als Linksverteidiger spielen konnte, prompt die deutsche A-Jugendmeisterschaft. In den Planungen für die Profimannschaft spielte Gerch zunächst aber keine Rolle.
Erst in einem Pokalspiel gegen Fortuna Köln bekam er eine Bewährungschance und nutzte sie. Das ist wieder so 80er Jahre, Gerlich, oder? Aus deiner Jugend, das weiß Allerdings ich doch jetzt musste schon. Er sich zunächst auch weiterhin auf seine Ausbildung bei der Bahn konzentrieren und manchmal bei Nachtschichten am Bahnhof Dutzendeich sogar die Fahrkarten der mit dem Zug angereisten Clubfans abzwicken. Nach einiger Zeit wurde Gerlich eine feste Größe im Team und galt dank seiner energischen und kampfbetonten, aber auch taktisch disziplinierten Spielweise als Spezialist für Sonderaufgaben. Insgesamt lief der Mann mit der Pferdelunge, Zitat, für den Club 90 Mal in der Bundesliga und 51 Mal in der zweiten Liga auf. Seine größte Enttäuschung war die sehr spontan erfolgte Nicht-Nominierung für das Pokalfinale, weil der Trainer, wie er ihm gestand, in der Nacht zuvor einen schlechten Traum gehabt habe. Mir war auch klar, dass ich nicht eingewechselt werden würde. Da bin ich nicht der Typ dafür. Ich muss mich in einem vollen Spiel systematisch steigern können und kann nicht auf Anhieb da sein, gestand Gerlich später. Die Entscheidung des Trainers akzeptierte er allerdings klaglos. Das ist nicht meine Art. Ich werde es schon verkraften, aber das wird einige Bier brauchen. Nach dem erneuten Abstieg in die zweite Liga beendete Gerlich seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen und eröffnete in seiner Heimatstadt ein Sportgeschäft. Aber was war das? Nach einem was hat er seine Karriere beendet? Nach dem Abstieg in die zweite Liga. Ah, okay. Aus gesundheitlichen Gründen Karriere beendet. Ah, das war ein sehr schöner Gerlich. Der war wirklich. Den hat man, also so detailverliebt hat man ja kaum einen bislang. Jetzt starrt Uli Dickmeier auf sein Handy. Ja, weil du, schau, ob du mir was schreibst. Ach so, ja. Stimmt, ich darf es ja gar nicht sagen. Das ist richtig. Nee, ich schreibe dir nichts. Nee. Okay. Ich krieg dafür Nachrichten auf Twitter. Nee. Ah, sehr ärgerlich. Den hätte ich gerne erraten. Schreibt mir dafür gerade Günter Koch eine sehr kryptische WhatsApp. Und was? Günter Koch? Thomas Wolter. Also der war es nicht. Wäre jetzt ein wenig gruselig gewesen, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. Hier die Günter Koch traue ich alles zu. Ja, Thomas Wolter. Habe ich das schon mal erzählt, dass mir mal Günter Koch eine SMS aufs Festnetztelefon geschickt hat? Ja, mir auch. Ja. Das ist wirklich abgefahren. Da muss ich bei der Gelegenheit, gut, dass du sagst, muss ich noch wie sagt man, Abbitte? Ja, Abbitte leisten. Muss ich Abbitte leisten, ja. Deutsch-Grundkurs mit Uli und Fadi. Wochen oder Monaten mal in einem Podcast irgendwie Günter Koch erwähnt hatte. Ja. Und ihn als kritischen Geist, glaube ich, im Aufsichtsrat bezeichnet hatte. Und das hat er wohl irgendwie, oder ihm wurde eben wohl zugetragen, dass das so Verarschung gewesen wäre. War es überhaupt nicht. Also, ja. Ich habe den Günter wirklich als sehr meinungsstark. Wirklich schon oft verarscht, aber nicht ja, da. Aber das war also gar nicht abfällig gemeint, sondern wirklich fand schon, dass er in seiner Zeit als Aufsichtsrat da sehr meinungsstark war. Und auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren in manchen Dingen, aber es war schon wichtig und richtig, dass da auch einer sitzt, der ein bisschen den Finger in die Wunde legt und da immer gern mal ein bisschen kritisch nachfragt. Also Günther, wenn du das hörst, es war nicht böse gemeint. Du kannst es ihm ja aufs Festnetztelefon. Ich schicke ihm ein Fax. Sicherer. Ja, und er ist gerade im Fernsehen aufgetreten, oder? Als Teil eines Rateteams. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber. Ich habe ganz recht angeschaut. Ich habe vorgespult dann, also, ja. Um nachzuschauen, ob sie gewonnen haben, aber haben sie nicht. Haben sie nicht. Nee. Hm. Relegationsplatz oder sowas? Graues Mittelfeld war es, ja. Damit sind wir ja zufrieden hier in Nürnberg. Also kommt jetzt nichts mehr von dir? Nee, tatsächlich nicht. Ich würde ihn wirklich gerne erraten. Ich probiere es mal. Aber nee, fällt mir nicht ein. Und meine Nase ist inzwischen so verstopft, dass ich jetzt auch nicht mehr länger hier die Menschen quälen will. Gut. Na, warte. Das ist wahrscheinlich sehr falsch, aber ich probiere es mal. Habe ich dir denn das letzte Mal irgendwas geschrieben? Günter Koch ist da mit seiner Programmankündigung. Heute Sky. Christian Biecher schreibt herzlichen Dank. Wo bist denn du, Dickmeier? Ach da. Ja, stimmt, wir haben ja vor 5 Minuten vor Dix. Schreibt. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt für die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht so spannend, irgendwie uns beim Nachdenken zuzuhören. Nee, ist falsch. Okay, ich glaube auch, dass das gar kein Franke ist. Und der ist ein bisschen später dran, ne? Den ich da jetzt. Außerdem hieß der nicht
Horstmann, sondern Horstmann. Hättest du ihn halt nicht verraten, den hätten wir nächste Woche erst gleich nehmen. Haben wir den nicht schon gehabt? Bestimmt. Da müssen wir mal wieder. Rädelsführer bei der Oktoberrevolution. Ja, stimmt. Deshalb war er ja in der zweiten Liga auch noch dabei. Das war jetzt ein vollkommener Quatsch-Move. Okay, gut. Das Ganze endet mal wieder mit einer Blamage für mich. Vielen Dank, Uli. Wir hören uns nächste Woche dann gleich zweimal. Wir nehmen einen Podcast auf nach dem. Nach Lautern? Ja. Und dann einen mit hoffentlich Lea Paulik und sehr wahrscheinlich Christian Martenja im Clubhaus. Ihr könnt euch für diese Verlosung bewerben. Link verteile ich noch. Und seid uns nicht böse, wenn ihr nicht gewinnt. Es wird weitere geben in dieser Spielzeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, der Golotze hat da auch schon ein paar angekündigt, ohne dass wir es dann in die Tat umsetzen. Was immer noch aussteht, ist unsere Auswärtsfahrt nach Bamberg zum Cordon Bleu Essen. Vielleicht schaffen wir das dann in der zweiten Länderspielpause. Die kommt doch dann relativ schnell nach der ersten. Ja. Okay, vielen Dank. Nächste Woche Kaiserslautern, Uli im Auto, ich daheim am TV-Endgerät. Und jetzt gehen wir ne? Oder haben wir noch was zu tun? Nee. Okay. Bis bald. Tschüss. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.